Daten gelten als das Erdöl des Internetzeitalters. Die Wahrheit aber ist, ohne Menschen, die gewaltige Mengen Datenmüll von wertvollen Informationen trennen können, ist dieser Rohstoff wertlos. Leonardo D'Ambrosi ist einer der Menschen, der genau das kann. Sein Beruf? Datenanalyst. Er bringt dem Computer bei, mit schlauen Algorithmen Datensätze nach Mustern zu durchsuchen. Viele Firmen suchen händeringend nach Spezialisten wie ihm. Denn sein Job ist anspruchsvoll. Man muss etwas für Mathe und Zahlen übrig haben. Man sollte Statistik mögen, aber vor allem, man darf nie aufhören zu lernen. Das ist das Allerwichtigste. Hinter jeder personalisierten Werbung, der man im Internet auf Schritt und Tritt begegnet, steckt die Arbeit von Dateningenieuren wie Leonardo D'Ambrosi. Denn Nutzer hinterlassen in Online-Shops und auf Webseiten Spuren. Manche dieser Fußabdrücke sind sich auffällig ähnlich. Diese Nutzer haben anscheinend die gleichen Vorlieben. Ein Data-Analyst leitet daraus eine Empfehlung ab. Wer hier geklickt hat, den könnte auch das hier interessieren. Aber die Prognosen sind nicht perfekt. Den Super-Algorithmus gibt es nicht, gesteht D'Ambrosi. Das macht für ihn aber auch den Reiz seiner Arbeit aus. Der Job macht mir wirklich Spaß. Es geht wirklich um Kreativität. Man hat es immer wieder mit neuen Herausforderungen zu tun. Du musst voll konzentriert bei der Sache sein, um herauszufinden, welcher Algorithmus jetzt der beste für dieses Problem ist, mit dem du es gerade zu tun hast. Markus Morgenroth war auch einmal Datenanalyst. Aber er hat die Seiten gewechselt und warnt heute vor der Datenmacht der Konzerne. Sein früherer Arbeitgeber, ein US-amerikanischer Softwarehersteller, wertet Mitarbeiterdaten im großen Stil aus. Die Auftraggeber wollen möglichst viel über ihre Angestellten wissen. Wer ist oft krank? Wer ist besonders produktiv? Die Betroffenen wissen nicht, dass sie unter Beobachtung stehen. Morgenroths Analysen kosten einige Menschen ihren Job. Das hat mir natürlich immer mehr zu denken gegeben, weil ich gesehen habe, dass bei diesen ganzen Big-Data-Analysen nicht nur viele Vorteile natürlich da sind, sondern auch Nachteile, gerade dann, wenn Menschen ausgewertet werden. Weil dann stehen oft Schicksale dahinter und dann kann es eben schon ganz schön nach hinten losgehen. Nach seinem Ausstieg schreibt Morgenroth ein Buch über die Schattenseiten der Datenanalyse. Über systematische Überwachung, Anpassungsdruck und Diskriminierung. Von seinen Kollegen fordert Morgenroth, dass man eben auch von Beginn an anfängt nachzudenken, nicht nur was technisch möglich ist und was einfach auch hip und toll und schick ist, sondern eben auch welche Auswirkungen für die Gesellschaft diese Dinge haben können. Marktforschung mit den Mitteln der Datenanalyse bedeutet nicht weniger als Echtzeitexperimente am lebenden, meist ahnungslosen Objekt. Die Supermarktkette Target aus den USA zum Beispiel behauptet, am Einkaufsverhalten erkennen wir, ob eine Kundin schwanger ist. Kein Wunder, dass sich Kritik an den Methoden der Datenanalysten entzündet. Aber auch die Erkenntnisse selbst werden angezweifelt. Denn in ihrer Arbeit verknüpfen sie sehr viele, sehr unterschiedliche Datensätze. Das führt manchmal nicht nur zu überraschenden, sondern auch fragwürdigen Einsichten, warnt Nikolaus Kofiatis vom Big Data Lab in Frankfurt. Zum Beispiel gibt es einen statistischen Zusammenhang zwischen der Zahl der Filme mit Nicolas Cage und der Anzahl von Todesfällen in Schwimmbecken. Natürlich macht diese Verbindung gar keinen Sinn, aber es gibt eine Korrelation. Das Problem ist, dass eine Korrelation noch lange keine Kausalität bedeutet. Solche Schwächen gleichen die Datenanalysten aus mit, na klar, noch mehr Daten. Wieder und wieder stellen sie ihre Algorithmen auf die Probe. Unfehlbar sind die Ergebnisse deshalb aber noch lange nicht. Bislang profitieren nur wenige Unternehmen von den Daten vieler Menschen. Dabei sitzen auch Regierungen und gemeinnützige Organisationen auf großen Datenschätzen. Kofiatis möchte zwar helfen, diese zum Wohl der Gesellschaft zu bergen, aber im Moment werden Menschen mit diesen analytischen Fähigkeiten stark nachgefragt. Deshalb bezweifle ich, dass es leicht sein wird, jemand Talentiertes zu finden. Trotz besserer Verdienstmöglichkeiten in der Wirtschaft gibt es erste Datenanalysten, die ihre Arbeit in den Dienst des Allgemeinwohls stellen. Zum Beispiel, um Kinderarmut zu bekämpfen. Aber auch für diese Ergebnisse gilt, automatisierte Antworten sind nicht automatisch richtig.